Vortrag Cyber Goes Sicherheitspolitik oder was Tech-Nerds über Security-Nerds wissen sollten. Der Vortrag wird gehalten von Nicola Zahn. Er ist ein tech-begeisterter Politikwissenschaftler und Hobbytüftler, der auch fleißig über Netzpolitik bloggt und in einem IT-Unternehmen arbeitet. Ich bin sehr gespannt auf den vielversprechenden Vortrag, den er verspricht, auch einen Beitrag zu leisten zur Völkerverständigung zwischen Sicherheitspolitik und Netzpolitik. Dann leg los, Nicola. Vielen Dank, ja, ganz herzlich willkommen. Genau, ein kleiner Beitrag zur Völkerverständigung. Doch warum sollte man sich überhaupt für Sicherheitspolitik interessieren? Euch dürften die folgenden Schlagzeilen bekannt sein: Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung, Backdoors in Verschlüsselungsalgorithmen, offensive Cyberoperationen, Hackbacks etc. etc. Da kommt man sich ein bisschen vor wie in der Matrix. Das sind immer wieder die gleichen Vorschläge, die herumkursieren als Déjà-vus. Und das bedeutet, wenn man mit diesen Vorschlägen nicht einverstanden ist, dass man immer wieder gegen die gleichen Ideen kämpfen muss. Und das ist ein Problem, weil erstens ist man nicht immer erfolgreich in diesem Kampf gegen schlechte Ideen und zweitens frisst das Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit. Dazu kommt noch das politische Problem, dass wenn man sich versucht, gegen Vorschläge wie Vorratsdatenspeicherung oder Backdoors in Verschlüsselungen zu engagieren, man relativ einfach in die Verhinderer-Ecke gestellt werden kann. Und in diesem Vortrag soll es ein bisschen darum zu gehen, herauszufinden, woher diese Ideen kommen, nämlich aus dem sicherheitspolitischen Kuchen und weshalb die Leute, die dort aktiv sind, so denken, wie sie denken. Aktuell sieht es meiner Meinung nach nämlich so aus, dass es zwischen diesen beiden Communities relativ wenig Überschneidungspunkte gibt. Und mein Anliegen wäre es, dass wir von diesem Zustand zu einem Zustand kommen, wo man nicht mehr aneinander vorbeispricht, sondern wo man einen Dialog führt. Ein Dialog bedeutet aber natürlich auch, oder beziehungsweise setzt voraus, dass man ein gemeinsames Vokabular verwendet, dass man ein Verständnis entwickelt für die Perspektiven der anderen Gruppe. Schauen wir uns also ein bisschen genauer an in den nächsten Minuten, was sich denn hinter Sicherheitspolitik versteckt. Zuvor allerdings noch eine kleine Randbemerkung. Ich meine, es geht natürlich nicht darum, sich komplett einem anderen Feld anzugleichen oder einfach Ansichten eins zu eins zu übernehmen. Genauso wie es den staatskritischen Hacker immer geben wird, wird es auch den Kalten Krieger in Zukunft weitergeben, dem dieses ganze Internet suspekt vorkommt. Mein Punkt ist einfach, den ich in diesem Vortrag machen möchte, es gibt meiner Meinung nach heute noch nicht genutztes Potenzial, um zwischen diesen beiden Communities zusammenzuarbeiten. Denn wenn man als netzpolitische Community besser versteht, wie die sicherheitspolitische Community tickt, dann kann man auch besser aufzeigen, weshalb die Ideen, die sie entwickelt, vielleicht nicht gute Ideen sind oder einen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft bessere Vorschläge in diesem Feld gemacht werden. In medias res, um was geht es bei Sicherheitspolitik? Ich meine, in dieser kurzen Zeit des Vortrags können wir da nicht allzu fest ins Detail gehen und ich bitte auch schon um Verzeihung, falls hier gewisse Begriffe nicht komplett nach der reinen Lehre verwendet werden. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass es bei Sicherheitspolitik darum geht, Maßnahmen sich zu überlegen und dann auch zu implementieren zur Schaffung und Wahrung des kollektiven Gutes Sicherheit mit Fokus auf die Sicherheit eines Staates. Das bedeutet natürlich auch, dass es sich hier um ein uraltes Politfeld handelt, weil Sicherheit einer der ersten Gründe überhaupt war, einen Staat aufzubauen. Ja, hier geht es um das Überleben, es ist wirklich Survival, das hinter diesem Politfeld steckt. Dementsprechend vielfältig hat sich das auch in der Zwischenzeit entwickelt. Es gibt sicherheitspolitische Forschung, es gibt verschiedene Doktrinen, also Weltsichten oder Ansichten, wie man Sicherheit erreichen kann als Staat. Daraus leiten sich dann auch Gesetze, sowohl national als auch international ab. Und mit diesen Gesetzen verbunden sind dann auch Fähigkeiten, die Staaten anschaffen wollen. Und natürlich brauchen sie auch verschiedene Organisationen, um Sicherheit garantieren zu können. Das fängt an bei Nachrichtendiensten, geht über Strafverfolgung bis hin natürlich zum Militär. Dieser Punkt mit den Organisationen ist ein wichtiger Punkt, das möchte ich noch kurz etwas hervorheben. Denn diese verschiedenen Organisationen haben unterschiedliche Aufträge und auch ein unterschiedliches Mindset. Die Konsequenz davon ist, dass es nicht die eine Sicherheitspolitik gibt, weder national noch international, sondern es ist ein Feld mit sehr vielen Akteuren,
die unterschiedliche Interessen verfolgen und die sich auch gegenseitig beeinflussen. Also ein Beispiel wäre, wenn die Polizei sieht oder davon erfährt, dass Nachrichtendienste Trojaner einsetzen, um Spionage zu betreiben, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass man dieses Spielzeug selber auch haben möchte. Sicherheitspolitik mag also schon lange ein Thema gewesen sein, bevor wir über Netzpolitik gesprochen haben, aber Sicherheitspolitik hat von Anfang an immer sehr enge Verknüpfungen zur technologischen Entwicklung gehabt. Die Technologie hat nämlich einen direkten Einfluss auf meine Möglichkeiten und Fähigkeiten, Sicherheit zu erlangen. Jeder, der schon mal ein Strategiespiel gespielt hat, kennt das. Man investiert gerne in Technologie, in Forschung, um sich dann einen Vorteil herauszuholen, um sich besser verteidigen zu können, aber auch um besser angreifen zu können, seine Macht auszudehnen. Das gilt aber natürlich nicht nur für mich als Staat, sondern das gilt auch für andere Staaten. Das heißt, Technologie hat auch einen Einfluss auf fremde Möglichkeiten und Fähigkeiten. Gerade im Cyberbereich sind hier nicht mehr nur Staaten relevant, sondern auch nichtstaatliche Akteure. Wenn man aus einer sicherheitspolitischen Perspektive sich also mit Technologien befassen möchte, dann muss man als erstes Technologien verstehen. Man muss herausfinden oder runterbrechen, was ist das überhaupt genau, was versteckt sich hinter einem bestimmten Label oder hinter einer bestimmten Technologie und vor allem sehr wichtig, was kann man damit tun, was hat das für einen Impact. Als nächstes muss man dann, wenn man dieses Verständnis mal erarbeitet hat, dann wird man daraus herableiten, ob diese Technologie für mich selber nützlich sein kann oder ob sie potenziell gegen mich verwendet werden könnte, dann kommt im nächsten Schritt die Frage, ja okay, wenn ich jetzt zum Schluss komme, dass das eine relevante Technologie ist aus sicherheitspolitischer Perspektive, wie kann man diese entwickeln oder wie kann man diese beschaffen? Und da geht es wieder nicht nur um die eigene Perspektive, sondern auch darum, wie potenzielle Gegner es beschaffen könnten. Weil wenn man theoretisch keinen Zugriff auf eine bestimmte Technologie hat, aber davon ausgeht, dass sie gegen mich genutzt werden könnte, dann möchte ich gerne verstehen, wie andere an diese Technologie kommen, damit ich sie vielleicht davon abhalten kann. Und im letzten Schritt, wenn man dann das mal beschafft hat, eine Technologie bei sich zur Verfügung hat, kommt dann immer noch die Frage, wie kann man das jetzt nutzen? Weil es nützt mir herzlich wenig, wenn ich ein topmodernes Waffensystem besitze, aber keine Ahnung habe oder keine entsprechenden gesetzlichen Grundlagen habe, wie ich das nutzen kann und nutzen möchte. Das Problem ist nun bei diesen drei Fragen, dass die eigentlich in dieser Reihenfolge gestellt werden sollten, das in der Realität aber nicht immer der Fall ist. Denn sobald einer Technologie sicherheitspolitischer Nutzen zugeschrieben wird, kann es sehr schnell zu einer Rüstungsdynamik kommen. Also sobald ein Staat davon ausgeht, dass eine neue Technologie wichtig ist, dann überspringt er meistens diesen Punkt mit dem Verständnis und geht direkt zum Beschaffen oder schlimmer sogar noch zum Nutzen über. Ein Beispiel hier wäre die Schweizer Entwicklungen, eine eigene Atombombe zu erlangen während des Kalten Krieges. Das war, muss man sehen, unter der Rüstungsdynamik, die es damals gab. Ich finde, die netzpolitische Community sollte sich vor allem auf diesen ersten Punkt fokussieren, denn das Verständnis der sicherheitspolitischen Auswirkungen von neuen Technologien ist das zentrale Element. Dort kann man ansetzen, um bessere sicherheitspolitische Vorschläge zu erzielen. Und da herrscht aktuell auch eine große Nachfrage an entsprechender Expertise. Weshalb das so ist, werden wir jetzt dann gleich sehen. Wie in vielen Politfeldern gibt es auch in der Sicherheitspolitik große Herausforderungen. Man kämpft ein bisschen mit Neuland. Und Neuland ist hier nicht nur gemeint neue Technologien, sondern auch neue Denkweisen, welche natürlich jedoch häufig durch neue Technologien überhaupt erst entstehen. Beispielsweise musste sich natürlich keine Streitkraft auf der Welt Gedanken zu Luftkampf machen, bevor es nicht die Flugzeuge gab. Wenn wir das historisch mal im 20. Jahrhundert ein bisschen durchspielen, so ein Beispiel wäre im Ersten Weltkrieg, hat man noch so gedacht, wie man früher vor dem Ersten Weltkrieg gekämpft hat, mit Kavallerie etc. und hat überhaupt nicht an das Konzept eines Grabenkampfes gedacht. Das wird auch in dem Buch, das hier abgebildet ist, besprochen. Gleiches Problem dann im Zweiten Weltkrieg, da hatte man den Ersten Weltkrieg im Hinterkopf und dachte, das wird wieder ein Grabenkampf und hat dafür neue technische Möglichkeiten, jetzt in diesem Fall die Panzer, nicht berücksichtigt. Große Beispiel hier ist, oder das Paradebeispiel im negativen Sinn wäre hier Frankreich, das basierend auf den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges riesige
Festungsanlagen errichtet hat, was sehr viel Ressourcen gebunden hat, nicht nur finanziell, sondern auch militärisch. Und die konnte man mit den Panzern einfach umfahren. Das zeigt, dass es sehr wichtig ist, zu antizipieren, wie denn neue Technologien im sicherheitspolitischen Kontext genutzt werden könnten. Das Problem hierbei ist natürlich dieser letzte Punkt. Handelt es sich bei einer neuen Technologie jetzt einfach um more of the same? Oder ist das wirklich etwas Revolutionäres? Ist das etwas, was komplett neue Möglichkeiten aufwirft? Und das ist eine Frage, die extrem schwierig zu beantworten ist im Voraus. Eine weitere Schwierigkeit liegt schlicht darin, sich in die Zukunft zu schauen und sich vorzustellen, was denn eigentlich noch passieren könnte. Das heißt, man hat bestimmte Denkmuster oder Konzepte, ich habe das hier mal Boxen genannt, das hat man im Kopf und versucht dann neue Umstände oder eine neue Realität in diese bestehenden Boxen reinzudrängen. Aber das Problem ist, wenn diese Box nicht mehr adäquat ist, wenn dieses Konzept in der neuen Welt nicht funktioniert, dann kommt man zum falschen Schluss. Das heißt, prinzipiell kämpft man in der Sicherheitspolitik immer mit dem Problem, dass man sich eigentlich für den letzten großen Konflikt vorbereitet. Und das sehen wir auch im Cyberbereich. Das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber vor ein paar Jahren noch, erinnern sich vielleicht einige, war so der große Talk, hey, wann kommt jetzt dieses Cyber Pearl Harbor oder Cyber 9/11, so diese Vorstellung, dass sich Konflikte, die man aus der Vergangenheit kennt, in diesem neuen Bereich einfach genau so wiederholen oder dass man dann mit den gleichen Tools diese analysieren kann, das ist sehr stark verbreitet. Ich möchte nun etwas auf diese Boxen eingehen, diese Konzepte, die ich bereits angesprochen habe. Sicherheitspolitik ist sehr, sehr konzeptlastig, weshalb es sich lohnt, hier kurz ein bisschen über ein paar Begriffe oder Denkmuster zu sprechen. Basis für viele sicherheitspolitische Überlegungen, denn eben ursprünglich geht es da um das Überleben des Staates in einem Konflikt, ist eben genau diese Idee des Konflikts. Und den versucht man dann auch zu simulieren, beispielsweise als Spiel. Weil diese Sichtweise erlaubt einem zu fragen, wo wird meine Sicherheit konkret bedroht und wie würde das konkret aussehen, wie könnte ich darauf reagieren. Danach ist man natürlich an einer Reihe von Fragen interessiert. Denn wenn man Konflikt als Spiel denkt, dann geht es um die Frage, ja, wer spielt da sonst noch mit? Wer sind Verbündete, aber natürlich vor allem auch Gegner? Was sind die Ziele, die in diesem Spiel verfolgt werden? Meine Ziele, aber auch die Ziele des Gegners? Was sind die Fähigkeiten auf beiden Seiten? In welchen Räumen operiert man? Ist man da nur auf dem Wasser? Ist man in der Luft? Ist man nur auf dem Land? Und welche Regeln gelten? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht lachen beim Stichwort Regeln, denn man geht ja manchmal davon aus, dass Sicherheitspolitik oder Konflikte bisschen so als Last Resort sind und da auch keine Regeln gelten, aber das stimmt nicht, erstens völkerrechtlich nicht, gibt es sogar bindende Regeln, die sich erstaunlich viele Akteure dann doch auch halten, aber mit Regeln ist hier natürlich auch die interne Sicht gemeint. Welche Regeln gebe ich beispielsweise meinen Streitkräften zum Einsatz von bestimmten Systemen? Man spricht da von den sogenannten Rules of Engagement. Und etwas übergelagert über den einzelnen Konflikten gibt es dann in der Sicherheitspolitik als Forschungsfeld ganze Theorien und Weltsichten, die gebaut werden, um bestimmte internationale Dynamiken für die Politik verständlich zu machen oder auch bestimmte Aktionen möglichst zu antizipieren. Wenn wir jetzt diese beiden Erkenntnisse zusammenbringen, dass man in der Sicherheitspolitik oft an den letzten großen Konflikt denkt und so ein paar Denkmuster angeschaut haben, dann ist jetzt die Frage, in welchen Boxen stecken wir denn aktuell oder welches Denken herrscht in einem großen Kreis in der Sicherheitspolitik immer noch? Und das ist trotz einigen Jahrzehnten nun doch immer noch der Kalte Krieg. Ein wichtiges Konzept daraus ist die Abschreckung, damals mit nuklearen Waffen garantiert, die sogenannte Mutually Assured Destruction, welche sich sehr passend abkürzen lässt mit MAD. Klassische kulturelle Referenz hier wäre wahrscheinlich Dr. Strangelove, den hoffentlich einige gesehen haben, sonst große Empfehlung. Etwas moderner könnte man das aber auch mit den Avengers sagen. Die Idee dahinter ist, wenn wir uns nicht verteidigen können, dann kannst du sicher sein, dass wir dich im Gegenzug aber vernichten werden. Also diese quasi eine Rache-Fantasie in die Sicherheitspolitik übertragen. Aber natürlich mit der Idee, dass es schon gar nicht erst zu einem Konflikt kommt, weil man weiß, dass die Kosten eines Konflikts einfach zu hoch wären. Insofern gibt es auch immer noch viele Theorien oder Forschende, die sagen, genau diese Abschreckung hat eben sehr viel Stabilität auch garantiert.
Ein weiteres Konzept, das man häufig verwendet, immer noch, ist die Eskalation, dass man sagt, okay, wenn Staat A gegen Staat B diese Maßnahme ergreift, dann führt das zu einer stärkeren Maßnahme des anderen Akteurs und dann kann sich das in Eskalationsleitern hochschaukeln bis zu einem großen Konflikt. Ein Beispiel hier wäre die Kuba-Krise, wo man sich sehr große Gedanken dazu gemacht hat, was können wir für Maßnahmen ergreifen, ohne den Konflikt zu eskalieren. Wichtig war im Kalten Krieg aber natürlich auch der Technologiewettkampf. Das hat angefangen mit Sputnik im Weltraum. Das geht weiter zum Missile Gap, wo man wirklich Atomraketen gezählt hat und dann, sobald man zwei, drei weniger hatte, Angst hatte, dass man ins Rücktreffen, Rückstand ist. Aber natürlich auch Spionage, denn es war extrem wichtig, verlässliche Informationen über die Fähigkeiten und auch Intentionen der Gegenseite zu erlangen und Desinformation zu streuen. Wenn wir das nun versuchen anzuwenden auf den Cyberbereich, dann sehen wir, dass das tricky ist. Tricky ist ja noch milde ausgedrückt. Eigentlich ist Cyber für Sicherheitspolitiker ein Major Headache, denn das passt einfach ganz schlecht in diese Boxen, mit denen man da normalerweise denkt. Gegner, das kann staatlich sein, das kann nicht staatlich sein, das kann gemischte Teams sein, Hacker-Teams, die eigentlich von aus privaten Personen bestehen, aber dann trotzdem staatlich unterstützt werden. Und es ist auch extrem schwer herauszufinden, wer überhaupt was gemacht hat. Da sind wir bei der ganzen Frage der Attribution. Wie sieht es mit den Zielen aus? Es gibt eine Vielzahl von möglichen Motiven. Es kann kommerzielle Cybercrime-Attacken geben, es kann Terrorismus geben, es kann klassische Machtpolitik geben, wo wirklich Staaten zu ihrem eigenen Interesse im Cyberraum aktiv sind. Wie sieht es mit den Fähigkeiten aus? Extrem schwierig. Wie will man das quantifizieren? Man kann ja nicht einfach die Codezeilen von Malware in irgendwelchen staatlichen Arsenalen zählen. Das ist komplett anders, komplett neue Welt wie bisher mit bekannten Waffensystemen. Und es ist auch schwierig, die Trennlinie zu ziehen, wo überhaupt eine Cyberfähigkeit existiert oder wo keine existiert, weil man hier häufig mit Dual-Use-Gütern konfrontiert ist. Und aufgrund der Eigenschaften von Software lassen sich bestimmte Tools natürlich auch extrem schnell verbreiten. Das ist ganz anders als beispielsweise mit Atomwaffen, die extrem viel Know-how, extrem viel Ressourcen, extrem spezifische Kenntnisse und Zugang zu speziellen Ressourcen benötigten. Das ist mit potenziellen Cyberwaffen komplett anders. Dann kommt eine weitere verwirrende Dimension dazu, mit in welchem Raum operieren wir eigentlich. Die NATO sieht Cyber als fünften Raum zu den bestehenden vier, aber man kann natürlich auch in verschiedenen Räumen gleichzeitig aktiv sein. Und schließlich noch die Regeln, da kann man nur LOL sagen, weil aktuell gilt im Cyberbereich leider Wilder Westen. Und mittlerweile ist die Erkenntnis dieses Comics auch bei ein paar Sicherheitspolitikern eingetrudelt, weil man merkt, okay, das kann so nicht weitergehen, wir sollten uns eigentlich schon regeln gehen, weil wenn wir immer nur davon ausgehen, dass wir einfach machen dürfen, was wir wollen, das ist nicht nachhaltig, das fördert das Konfliktpotenzial. Das Problem ist halt einfach, dass man bei den Regeln abhängig ist von anderen Akteuren, denn wie fast kein anderer sicherheitspolitischer Bereich sind wir im Cyberbereich sofort immer weltweit unterwegs und das bedeutet auch, dass die großen Mächte und ihre Ansichten, wie sie Sicherheitspolitik im Cyberbereich, wie sie da agieren, dass das ausstrahlt und direkte Wechselwirkungen hat zu den Überlegungen, die sich andere Länder, sei das die Schweiz, sei das Europa, machen. Und der aktuelle Ansatz mit dem sogenannten Persistent Engagement oder Defending Forward, dass man also ständig Cyberoperationen betreibt, da findet mittlerweile ein bisschen ein Umdenken statt, denn im Kontext des SolarWinds-Hacks, der vor ein paar Wochen passiert ist, kommen nun auch Forschende oder Sicherheitspolitiker aus den USA, sagen, ja, okay, vielleicht ist dieser Ansatz gescheitert, vielleicht braucht es hier ein Umdenken, vielleicht braucht es hier neue Regeln. Ich habe hier Sicherheitspolitik als Forschungsfeld schon mal mehrmals angesprochen. Das ist aber im Cyberbereich immer noch sehr stark Work in Progress und im Gegensatz zu anderen Bereichen gibt es hier auch einfach fehlende Einsatzerfahrungen. Wenn man hier Theorien oder Hypothesen aufstellt, wie das funktioniert, welche Tools man einsetzen kann, welche Konsequenzen ein Einsatz hat, dann hat man für andere Bereiche viel mehr Anschauungsmaterial. Das ist im Cyberbereich immer noch extrem neu und deshalb immer noch sehr schwierig.
Eine weitere Komplikation ist, dass man dank den neuen Technologien auch diskutieren muss, was Sicherheit überhaupt ausmacht und überhaupt bedeutet. Weil früher, vor nicht allzu langer Zeit, war das Hauptargument, es geht um territoriale Integrität, territoriale Sicherheit. Man muss Grenzen beschützen, man muss bestimmte Gebiete kontrollieren können. Aber jetzt mit Cyber- und Informationsraum kommen ganz neue Aspekte dazu. Wie sieht es aus mit Desinformation? Wie sieht es aus mit Angriff auf politische Prozesse? Wie sieht es aus mit dem ganzen Hacking-Democracy-Argument? Also das heißt, der sicherheitspolitische Bereich wird jetzt plötzlich viel breiter potenziell. Und weiter problematisch ist, die Boxen, auf die wir uns verlassen möchten, die Konzepte, die wir noch im Kopf haben und die wir versuchen, auf diesen Bereich anzuwenden, die sind kalter Kaffee, Abschreckung. Die Idee, die im Nuklearzeitalter gut zu funktionieren schien, ist nicht ein taugliches Konzept für den Cyberbereich. Das funktioniert da sehr schlecht, beziehungsweise wäre overly complicated und mühsam. Das Gleiche gilt bei der Eskalation. Es gibt ganz neue Arten, wie etwas eskalieren kann, und Cybermittel sind da extrem schlecht geeignet, da eine Rolle zu spielen. Das sieht man auch sehr schön bei den Interaktionen zwischen China und USA oder Russland und USA, wo sich die Staaten extrem schwer tun, zu Recht abzuschätzen, welche Maßnahmen man ergreifen möchte, wenn jetzt irgendwelche Cyberoperationen stattfinden. Was allerdings aus dem Kalten Krieg geblieben ist, ist der große Fokus auf sehr viel Spionage und der Technologiewettkampf. Man könnte sogar schon fast von einem Wettrüsten sprechen, gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht, ein Thema, das mittlerweile in der Politik angekommen ist und sehr hoch auf der Agenda steht. Da überbieten sich die Staaten gegenseitig zu sagen, hier werden wir Nummer eins werden, auch mit entsprechenden Konsequenzen für unsere Streitkräfte. Ob das dann stimmt oder nicht, das wäre nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Vortrag. Was bedeutet das nun für uns? Wir haben angefangen mit der Frage, warum kommen immer wieder die gleichen Ideen, die man dann bekämpfen muss, weil sie schlecht aus technischer Sicht nicht unbedingt sinnvoll sind oder aus netzpolitischer Sicht nicht wünschenswert. Eben, das kommt aus dem sicherheitspolitischen Bereich. Die Politik in diesem Bereich ist zwar vielfältig, aber es gibt doch so ein paar Grundideen oder Konzepte, die man da versucht anzuwenden. Und wie ihr jetzt gesehen habt, ist es extrem schwierig, diese Konzepte auf dieses Neuland Cyber anzuwenden. Das fängt natürlich schon bei den ganzen Begrifflichkeiten an. Wenn wir jetzt hier versuchen wollen, aus netzpolitischer Sicht Einfluss zu nehmen, wo könnte man ansetzen? Das habe ich versucht hier ein bisschen zusammenzufassen mit dieser kleinen Matrix. Einerseits seht ihr hier von oben nach unten, wo wird aktuell netzpolitische Expertise gesucht, manchmal vor allem auch sehr technische Expertise, wo ist die nötig, aber nicht wo ist sie nötig, sondern wo ist sie gesucht. Und auch so ein bisschen, ja, wie sieht denn die Einflussmöglichkeit aus auf Sicherheitspolitik? Noch eine ganz andere Frage ist, wo wäre die Expertise am nötigsten? Das habe ich jetzt hier nicht abgebildet, aber kann ich ja auf der Tonspur ergänzen. Meiner Meinung nach wäre der Nachholbedarf definitiv am größten im Parlament, bei Parteien, aber auch auf den Medien. Glücklicherweise gibt es aber bereits heute Institutionen, die händeringend auf der Suche nach potenziell euch wären. Das sind Universitäten, Thinktanks, internationale Organisationen, aber gerade in der Schweiz auch die Verwaltung, die insofern interessant ist, als sie auch sehr viele vorbereitende Debatten führt. Die Verwaltung ist in der Schweiz traditionell relativ stark. Das macht sie zu einem interessanten Ort, um da versuchen, Einfluss zu nehmen. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass in diesen Bereichen in der Schweiz auch schon viele kluge Köpfe unterwegs sind und die Stoßrichtung eigentlich nicht so schlecht ist. Da unten bei Parteien und Parlamentariern sieht das noch ein bisschen anders aus. Deshalb möchte ich euch da gerne encouragen, sich auch ein Engagement in diesem Bereich zu überlegen, um da einen Beitrag leisten zu können, dass Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert neu gedacht werden kann. Wenn euch das jetzt ein bisschen angefixt hat, ihr gerne mehr wissen möchtet über Sicherheitspolitik, habe ich hier eine natürlich überhaupt nicht abschließende Liste von kleinen Empfehlungen für die weitere Lektüre. Erstens einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Das ist ein deutscher Podcast, aber doch auch vom Inhalt her für die Schweizer Debatten oft relevant, Percepticon. Dann auch schlicht den sicherheitspolitischen Bericht. Das ist ein Dokument, das von der Bundesverwaltung erarbeitet wird. Und das zeigt sehr schön auf, wo
die Bundesverwaltung Bedrohungen versucht zu identifizieren, wie sie versucht darauf zu reagieren, wie sie über Cyber nachdenkt etc. Das könnt ihr quasi versuchen, die andere Perspektive zu verstehen. Wenn ihr noch etwas mehr ins Detail gehen wollt, ist hier auch noch ein aktuelles Paper verlinkt von Miriam Dancarelli und Florian Egloff, die beide am Center for Security Studies der ETH Zürich arbeiten und schwergewichtig mit Cyber-Thematik auseinandersetzen. Genau. Das wäre es soweit von meiner Seite und dann können wir jetzt die verbleibende Zeit noch für eure Fragen nutzen. Vielen Dank, Nicola, für deine Ausführungen, die interessanten Ausführungen. Für Fragen verwendet bitte doch den Chat hier dazu. Dann werde ich diese Fragen dann an Nicola stellen. Im Moment haben wir noch keine Fragen. Dann frage ich dich noch, wenn du sagst, wenn du vorher gesagt hast, ist, wenn wir uns, dass wir uns ein bisschen mehr noch engagieren könnten, vor allem auch im Bereich vielleicht von Politik und Parteien, würde das für dich bedeuten, dass wir Parteien beitreten oder bei den Wahlen einfach genauer schauen, wer uns interessiert? Oder wie kann man denn so eine Partei beeinflussen? Mhm. Oder wie könnte man hier als normaler Bürger, sage ich jetzt mal, versuchen, Einfluss zu nehmen? Hast du eine Idee? Ja, also es kommt ein bisschen auf den eigenen Geduldsfaden an. Aber es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Also ein erster wichtiger Punkt wäre natürlich schon mal, Positionierungen zu diesem Thema einzufordern, wenn jemand eine Stimme haben möchte. Das heißt konkret bei den nächsten Wahlen darauf pochen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich positionieren müssen. Denn wenn man sich die Parteien anschaut, ist mit ganz wenigen Ausnahmen, Piraten, Grüne, ein paar andere Parteien, hat man eigentlich fast nirgends differenzierte netzpolitische Positionierungen und dementsprechend auch wenig Anhaltspunkte zu verstehen, wie eine Partei einem sicherheitspolitischen Vorschlag wie diejenigen, die am Anfang gezeigt wurden, gegenübersteht. Das ist bei den Parteien das Gleiche wie bei der Verwaltung und den Streitkräften. Die denken über Konflikte und über Sicherheit nach wie vor dem Internet. Und deshalb staunt es dann auch nicht, dass Konzepte, die sich da bewährt haben, jetzt einfach eins zu eins übertragen werden. Und dann sagt man, ja, zur Strafverfolgung hat sich gezeigt, es ist super, wenn wir in die Wohnung einer Person reingehen können. Warum sollten wir dann nicht auch in den Computer reingehen können? Und da ist noch sehr viel Nachholarbeit nötig, um da ja das Verständnis zu schärfen, dass sich da eben auch andere Fragen stellen und dass der Nutzen auch nicht unbedingt der gleiche ist, wie man sich das vielleicht in der analogen Welt erhofft hat. Also sorry für das Rambling, kurze Antwort. Vorwahlen, Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn fühlen, was sie zu diesem Thema zu sagen haben. Parteien beitreten oder wenn man sich in einer Partei organisiert, schon engagiert, versuchen, Themenführerschaft in diesem Bereich zu übernehmen und zu sagen, hey, ich möchte da Komitee gründen oder ich möchte ein Paper schreiben, das wir dann an einer Delegiertenversammlung zeigen können, einfach auf dieses Thema aufmerksam machen. Gut, eine Frage aus dem Chat ist, ob die Sicherheit hier im Zusammenhang vor allem mit der äußeren Sicherheit und unter einer staatlichen Perspektive gemeint sei. Das denke ich. Also die Anmerkung ist dann, viele Nerds würden sich möglicherweise mehr für ihre eigene Sicherheit interessieren. Ja. Kannst du dazu was sagen? Der Staat eigentlich sorgt ja auch nicht nur kriegerisch für die Sicherheit des Staates, sondern auch auf der Straße zum Beispiel. Wie wäre das im digitalen Raum dann, oder? Absolut. Ich versuche kurz die Folie zu finden. Genau, hier. Das ist das, was ich versucht habe, mit den verschiedenen Organisationen anzusprechen. Also Sicherheitspolitik per se befasst sich natürlich mit der äußeren, aber auch der inneren Sicherheit. Die Frage jetzt der individuellen Sicherheit ist da wahrscheinlich eher ein bisschen untergelagert, sondern es geht schon mehr um die, wie soll ich sagen, kollektive Sicht, dass man sagt, wie kann der Staat sicher bleiben. Und das zeigt auch schön auf, weshalb man dann da relativ schnell in Zielkonflikte reinlaufen kann, oder? Weil etwas, was für das Militär vielleicht interessant ist,
widerspricht aber vielleicht gewissen Gepflogenheiten in der Strafverfolgung oder umgekehrt. Etwas, was für den Staat interessant ist, ist vielleicht für das Individuum schlecht. Stichwort Überwachung, die ganze Privacy-Debatte. Diese Zielkonflikte, die wird man nicht loswerden. Das ist einfach dem Thema inhärent, dass es da Widersprüche geben wird. Genau. Gut, ich sehe, wir sind zeitlich gerade schön können gerade noch pünktlich aufhören, obwohl es im Chat noch weitere Fragen hat, so muss ich es formulieren. Ich schlage daher vor, dass, wenn du damit einverstanden bist, Nicola, dass die interessierten Leute sich in der virtuellen World des Winterkongress treffen. Da gibt es auch einen Raum, der Lounge heißt, und dann kann man da weiter diskutieren. Ich nehme an, du wirst auch noch da sein. Ja, genau. Gut, dann beenden wir den Stream hier und die gehen über in eine öffentliche Diskussion in der Worlds. Vielen Dank nochmals für deine Ausführungen und bei den Stream-Zuschauern sagen wir Tschüss für den Moment. Wir sind zurück in einer Stunde. Dann geht es hier weiter mit dem Thema Reclaim Your Face.